Neuer Arbeitsvertrag vom Arbeitgeber? Vorsicht, Falle. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und hatte ein Video im Bereich Mietrecht gemacht zu einer Zuschauerfrage, die hatte einen neuen Mietvertrag bekommen vom Vermieter und ich habe gesagt, auf keinen Fall unterschreiben. Wie ist das jetzt im Arbeitsrecht? Im Arbeitsrecht ist es ein kleines bisschen anders, während ich im Mietrecht wirklich sagen kann, niemals unterschreiben auf Mieterseite, ist es im Arbeitsrecht ein bisschen anders, aber die Überschrift Vorsicht Falle, die stimmt. Sie müssen sich immer Folgendes überlegen, warum will der Arbeitgeber, dass Sie einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnen? Erstens, er möchte vielleicht bestimmte unwirksame Regelungen, zum Beispiel bei den Verfallsklauseln, bei den Ausschussfristen, in wirksame umwandeln. Für ihn gut, für Sie schlecht. Zweitens, er möchte vielleicht die Regelung verallgemeinern, vereinfachen. Für ihn gut, weniger Aufwand in der Personalabteilung, für Sie vielleicht gut. Aber vielleicht auch nicht so gut, weil er meistens, der Arbeitgeber, ich weiß das ja, ich mache ja Arbeitsvertragsberatung für Arbeitgeber, meistens versuchen wir natürlich, das für den Arbeitgeber ein bisschen besser darzustellen. Ja? Also machen Sie sich immer klar, der Arbeitgeber will was, er wird seine Gründe haben. Wenn er sich verbessern will, bedeutet es für Sie eine Verschlechterung. Jetzt gibt es aber natürlich Arbeitgeber, das machen wir immer so in der Vertragsberatung für die Arbeitgeber, wir sagen den Arbeitgebern, ey, wenn ihr das durchsetzen wollt, müsst ihr dem Arbeitnehmer schon ein bisschen was anbieten. Das bedeutet, man sagt, die nächste Gehaltserhöhung, ne, würde ich eh vielleicht machen, aber die mache ich nicht, muss ich ja nicht. Es sei denn, du unterschreibst den neuen Vertrag. Dann müssen sich das wirklich genauer angucken, müssen das prüfen lassen vielleicht. Ja, also ich empfehle da mal so eine Erstberatung, 190 Euro plus Mehrwertsteuer mache ich, gucke mir die Dinge an und sage ihnen, okay, die und die Nachteile, die und die Vorteile. Die Vorteile sind meistens auf der Hand, weil es mehr Geld gibt. Die Nachteile sind nicht so schnell ersichtlich. Ja. Also da ist immer ganz gut, wenn man weiß, was man tut. Neue Arbeitsverträge ansonsten, wenn die Firma wechselt irgendwie, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. In der Regel ist das ein Betriebsübergang. Das Arbeitsverhältnis geht kraft Gesetz auf den neuen über und da gibt es keinen Grund für einen neuen Arbeitsvertrag. Da will der Arbeitgeber, wenn er neue Arbeitsverträge verlangt, behumsen in der Regel. Und das kann oder ist selten gut, ja. Auf jeden Fall merken Sie sich eins, wenn Sie unterschrieben haben, kann der Arbeitsrechtler in der Regel nichts mehr machen. Das heißt, vor Unterschrift zur Beratung. In diesen Bereichen haben wir so eine kostenlose Hotline, da können Sie erstmal anrufen und gucken, ob wir sinnvollerweise was machen können. Ja? Oder ob wir sagen, das ist vielleicht doch gefährlich oder schwierig. Es ist eben im Arbeitsrecht nicht so einfach wie im Mietrecht, wo wir einfach sagen können, lassen Sie es sein. Wichtig ist, wenn Sie unterschrieben haben, brauchen Sie bei mir nicht mehr anrufen und auch beim anderen Arbeitsrechtler nicht mehr, weil da in der Regel nichts mehr zu machen ist. Es sei denn, Sie wurden unter Druck gesetzt oder man hat Sie ausgetrickst. Ja, Sie dachten, Sie unterschreiben eine Empfangsbestätigung für Ihr neues Firmenhandy. Tatsächlich haben Sie einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das wäre was anderes. Ja, aber in den normalen Fällen, Sie hatten Zeit zu überlegen, haben unterschrieben, da wird es schwierig. Soweit erstmal. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich freue mich über Fragen, Zuspruch und neue Abonnenten. Ciao.